Hallöchen, ihr Lieben. Hallo, ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir schauen uns heute mal eine Demo an von einem Spiel, was gestern erschienen ist. Also es sollte wohl gestern erschienen sein. Ich möchte das gern mit euch spielen. Also erstmal die Demo. Und wenn die Demo cool ist, überlege ich, ob ich das Spiel haben möchte. Weil das ist sowas wie Stardew Valley, Harvest Moon und sowas zusammen. Es ist Monster Harvest. Soweit ich weiß, muss man sich Monster heranzüchten, mit denen man in den Kampf ziehen kann. Ich will aber gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir gucken uns jetzt das Spiel an. Ja? Ich hoffe, Lautstärke ist einigermaßen okay. Ja, wir fangen mal an. Also, ich bin ja auf jeden Fall Kupfi. Und meine Farm heißt... Hilfe. Hilfe. Meine Farm heißt Farm. So, das sind wir. Es ist ein bisschen laut, sorry. Ich lebte in der Stadt und kam gerade so über die Runden, als ich eines Tages einen Brief von meinem Onkel erhielt. Ich hatte jahrelang nichts von ihm gehört, aber ich hatte noch viele Kindheitserinnerungen an ihn. Er war ein Wissenschaftler und war immer daran interessiert, etwas über die Natur zu lernen. Ich frage mich, was er jetzt vorhat. Eines Tages erhielt ich einen Brief von meinem Onkel, in dem er mir von einer großartigen neuen Entdeckung erzählte, die er gemacht hatte. Eine Substanz, die Pflanzen in Tiere verwandeln kann. In seinem Brief steht, dass er diese Kreaturen als Pflanztiere bezeichnet. Die Entdeckung hat viel Aufmerksamkeit erregt und um sein Labor herum ist von heute auf morgen eine ganze Stadt entstanden. Er will, dass ich komme und mich um seine alte Farm kümmere. In seinem Brief steht, dass er mit seiner Forschung zu viel zu tun hat, als dass er sich um seine Farm kümmern könnte. Er schreibt, dass er sich noch daran erinnert, wie gerne ich früher immer auf seine Farm gekommen bin. Abenteuer und das Stadtleben haben mich eigentlich nie wirklich interessiert. Ich denke, ich nehme das Angebot meines Onkels an und übernehme seine Farm. Ich frage mich, was mich in meinem neuen Leben erwartet. Hallo Kupfi! Ich hatte gehofft, dass du meinen Brief bekommst. Professor Spark. Willkommen in Pflanzheim. Also, so nennen es die Leute, seitdem ich die Pflanztiere entdeckt habe. Ach, das ist mein Onkel. Hier heißt er auf einmal Professor Spark. Klingt doch ganz nett, oder? Das ist die Farm. Sie gehört dir, wenn du sie willst. Sie ist vielleicht ein bisschen zugewuchert. Meine Forschung hat mich so sehr in Atem gehalten, dass ich mich nicht um die Ländereien kümmern konnte. Ich verbringe die meiste Zeit in meinem Labor in der Stadt. Ich weiß noch, dass du die Farm immer gerne besucht hast, als du klein warst. Das ist schon lange her, aber ich bin mir sicher, dass die Farm wieder wie neu wird, wenn du dich gut um sie kümmerst. Ich glaube, es wird dir hier bestimmt gefallen. Das Landleben passt zu dir und Pflanzheim ist eine tolle Gemeinde. Ich muss mich wieder um meine Forschung kümmern, aber fühle dich wie zu Hause. Morgen komme ich wieder und bringe einige Samen mit. Dann zeige ich dir die Grundlagen der Farmarbeit. Hui! Da scheint jemand an deiner Tür zu klopfen. Du solltest mal nachsehen. Kann ich... Nein, ich kann nicht in die Einstellungen. Okay, dann regle ich das Spiel in der, im Schnitt runter. Es klopft jemand an meiner Tür. Oh, ah! Okay, es erinnert mich schon sehr an Stardew Valley und Pokémon und Harvest Moon. Ah, es ist schon der nächste Tag jetzt, oder? Ja, okay. Guten Morgen, Kupfi. Freust du dich schon auf deinen ersten Tag auf der Farm? Ich bringe dir die Grundlagen bei und wir bereiten deine ersten Feldfrüchte vor, damit du für dein neues Leben als Farmer bereit bist. Interaktion kannst du ausführen, indem du auf die Interagieren-Schaltfläche klickst, wenn du dich in der Nähe eines Objekts oder eines Stadtbewohners befindest. Du bist deutlich schneller unterwegs als ich, aber wenn du noch einen Zahn zulegen willst, klicke auf die Rollentaste, um eine Rolle zu machen.
Die meisten Handlungen, die du ausführst, laugen deine Ausdauer aus. Die Statusleiste zeigt deine Ausdauer in grün und deine Erfahrungspunkte in blau an, sowie deine aktuelle Menge an Geld und das Wetter. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, bist du zu müde, um zu arbeiten. Einige Gegenstände wie Nahrung oder Feldfrüchte stellen einen Teil deiner Ausdauer wieder her. Und jetzt bringen wir die Farmarbeit bei. Um Platz zu schaffen und den Boden vorzubereiten, brauchst du die richtigen Werkzeuge. Werkzeuge und Gegenstände können im Schnellauswahlmenü ausgewählt werden. Mit der Axt kannst du Bäume fällen und Holz hacken. Mit der Spitzhacke kannst du Steine und Mineralien abbauen. Um den Boden vorzubereiten, musst du ihn mit einer Hacke umgraben. Sobald du etwas Platz geschaffen und den Boden umgegraben hast, nimm diese Samen und säe sie in die umgegrabene Erde aus. Wenn es nicht regnet, müssen Pflanzen täglich mit der Gießkanne gegossen werden, ansonsten verwelken sie. Fülle deine Gießkanne im Teich auf, wenn du kein Wasser mehr hast. Nach ein paar Tagen hast du eine voll ausgewachsene Feldfrucht. Feldfrüchte oder Gegenstände, die du verkaufen möchtest, kannst du am Versandbrett aushängen. Ich schicke die Güter, die du dort aushängst, an die richtigen Käufer und morgens bekommst du das Geld. Ruhe es doch mal aus. Wenn du die Arbeit für den Tag erledigt hast, solltest du dich in deinem Bett ausruhen. Du kannst bis zum nächsten Morgen durchschlafen oder du ruhst dich bis zum Abend aus und erledigst noch einige Aufgaben auf der Farm. Heute bleibe ich noch hier, während du anfängst. Oh, ich kann mein Haus verbessern. 200 Holz, 200 Stein, 50 Titan und 15.000 Geld. Okay, also erinnert mich wirklich sehr stark an Stardew Valley. Einerseits optisch, andererseits muss ich aber sagen, finde ich sehr schön, dass einem hier so ein paar Grundlagen erklärt werden. Bei Stardew Valley wird einem ja gar nichts erklärt. Pflanzentierteam. Ja, das ist dann meine Pokémon-Auswahl für den Kampf. Gucken wir uns erstmal die Farben an, würde ich sagen. Oh, das Wasser sieht schön aus. Bodenlevel, ich habe null Liebe. Denn du trägst keine Liebe in dir. Versandbrett. Alle Gegenstände, die du beim Versandbrett zurücklässt, werden am Morgen automatisch verkauft. Das ist wie bei Stardew Valley mit der Verkaufskiste. Sorry, dass ich das so vergleiche. Man soll Spiele nicht vergleichen. Ich versuche damit aufzuhören. Reitstallkonstruktion. Mit einem Reitstall kannst du Reittiere aus super Blauschleim halten. Reittiere ermöglichen es dir, dich draußen schneller vorzubewegen. Ich möchte ein Reittier. Stallkonstruktion. Ach, das ist das Gleiche. Okay. Ist hier unten noch was? Du hast den Bunker noch nicht freigeschaltet. Es gibt einen Bunker? Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen Platz. Die Axt, oder? Hä? Was ist jetzt die Axt? Das. Du hast Holz entdeckt. Es eignet sich für die Herstellung von Zäunen und Truhen, wenn man das nötige Wissen hat. Truhen, das ist gut. Ich will auch Truhen. Okay, Baumstumpf kriege ich, glaube ich, noch nicht weg. Oder? Oh. Kann ich hier auf diesem trockenen Boden was anbauen? Das sieht so aus, als ginge das nicht. Du hast Stein entdeckt. Es eignet sich für die Herstellung von Wegen und Gebäuden, wenn man das nötige Wissen hat.
Ich weiß halt leider nicht, wie viel Zeit wir haben in dieser Demo. So, Gießkanne. Hä? Ist sie jetzt voll? Ach, wir sind schon müde. Ja, cool. Das ist das, was ich bei Stardew Valley... Entschuldigung. Möchte nicht vergleichen. Sorry. Wo habe ich denn mein Inventar? Pflanztiere sind Monster aus Feldfrüchten, die ihren Schöpfern gegenüber äußerst loyal sind. Du kannst deine Feldfrucht mit Rotschleim zu einem Pflanztier mutieren lassen. Doch du kannst von jedem Typ nur einen halten. Pflanztiere können im Kampf gegen andere Monster in Dungeons eingesetzt werden und helfen dir, an seltene Rohstoffe zu kommen, um deine Werkzeuge und Gebäude zu verbessern. Du kennst noch keine Rezepte. Gegenstände aus dem Rucksack herstellen, Rezepte, Level aufsteigen. Hier hat jemand Geburtstag? Oha! Hier zeigt es mir an, was ich dann alles für Pflanztiere entwickle. Das ist Blauschleim, ne? Dann kriege ich ein Reittier. Der Pflanzendecks. Zeigt für jede Jahreszeit die verschiedenen Möglichkeiten zur Mutation von Feldfrüchten an. Jede Feldfrucht hat 6 Möglichkeiten zu mutieren, aber der Pflanzendex erfasst nur Informationen, wenn du die Mutation selbst entdeckt hast. Oh, das ist... Es ist wirklich... Es ist eine Kombination aus Stardew Valley, Harvest Moon und Pokémon. Wie cool ist das denn? Ich habe leider noch keine Karte. Ist mir... zeigt. Hey, Kupfi! Warum sie nicht versuchen, diese Tools, die... Was? Warum sie nicht versuchen, diese Tools, die ich dir gegeben habe? Entschuldigung. Ich will nicht alles... Sollen was verkaufen. Ich will aber Sachen behalten. Ich habe keine Sense, ne? Also ich kann hier... Das Gras kann ich nicht wegmachen. Okay, wir gehen mal schlafen. Sieht aus wie, als würde hier eine Katze in meinem Bett liegen. Möchtest du dich bis zum Abend oder bis zum nächsten Tag ausruhen und deine Ausdauer regenerieren? Nein! Wir haben 15 Geld bekommen. Nahrungssuche. Ist das nicht eher Farmarbeit? Ach so, man sieht hier, wie der Wasserstand in der Gießkanne ist. Bisschen doof, wenn dann unten, wenn ich nämlich auswähle und der Pfeil dann da unten dran ist, sieht man das nicht so gut. Sind wir jetzt hier weiter... Kann ich jetzt hier hoch? Was ist eigentlich diese Taste für Rollen, was mein Onkel gesagt hat? Eine Mondmelone!
Du hast eine Mondmelone entdeckt. Herzhafte Nahrung wie diese findet man überall in Pflanzenheimen. Daher ist sie nicht allzu viel wert. Danke. Ich habe mich gefreut. Habe ich jetzt eine Karte? Nein. Ich habe hier auch keine Karte irgendwo. Nachtviole. Eine Nachtviole. Blumen und Pilze werden hauptsächlich zu dekorativen Zwecken eingesetzt. Man kann sie auch gut verkaufen. Dann werden wir sie doch verkaufen. Wir brauchen bestimmt Geld. Eine Küsschenblume. Oh, wie süß. Kann man auch nur verkaufen. Nicht hierher gekommen? Ja, ne? Ja. Okay, dann gehen wir hier nach oben weiter. Wow, diese Stadt ist wirklich sehr schnell entstanden. Und zwar rund um das Labor meines Onkels. Schön, wie das Feld hier. Naja. Ist es eine Liebesfabrik? Ein Laden. Das müsste der Gemischtwarenladen sein. Ich sollte dort mal vorbeischauen und mich in der Stadt vorstellen. Wenn ich die Stadtbewohner kennenlerne, wird mein Leben auf der Farm bestimmt noch angenehmer. Oh, da unten ist eine Map. Willkommen Pflanzenheim. Hab ich? Also auf M ist halt immer noch keine Map. Also ich weiß auch nicht, ob ich die noch bekomme. Cassidy, hallo. Mein Name ist Cassidy und ich bin der Chef des Gemischtwarenladens. Ich verkaufe verschiedene Samen und sogar größere Rucksäcke, wenn du Platz für mehr Gegenstände brauchst. Es ist immer schön, neue Kunden kennenzulernen. Es tut mir echt leid, aber Cassidy ist männlich und er spricht davon, er verkauft Samen und er freut sich, immer neue Kunden kennenzulernen. Willkommen in Pflanzheim, einer Stadt, bei der man das Gefühl hat, dass sie über Nacht entstanden ist. Menschen kommen von überall her, um die Pflanzentiere und Schleime zu sehen, die hier entdeckt wurden. Für mich ist das die perfekte Geschäftsgelegenheit. Hehe. Du kannst tagsüber jederzeit herkommen und dir meine Waren ansehen. Ich habe zu jeder Jahreszeit verschiedene Gegenstände, also solltest du immer mal wieder vorbeikommen. Er hat jederzeit offen. Er hat keine Öffnungszeiten, die man beachten muss. Entschuldigung. Mutartoffelsamen. Wir brauchen 6 Tage zum Wachsen während der Trockenzeit. Radieschen. Das ist ja langweilig. 1000 Geld für einen verbesserten Rucksack. Ach so, das ist meine Rucksackkapazität. Salz, Zucker. Mal jeweils eins mitgenommen. Haben die uns... Nee, warte, das sehen wir ja im Kalender, wie lang ein Monat ist. 21 Tage. Muss man ja immer drauf... Oh, guckt mal, das ist so ein Pflanzmonster. Muss man ja immer drauf achten, dass man noch rechtzeitig anbaut. Ich kann hier was anbauen. In fremden Gärten? Dass alles noch fertig wird in der Jahreszeit. Lance, warum ist da ein Herz? Ich nenne mich gerne den Beschützer von Pflanzheim. Ich liebe es, auf alle aufzupassen, die hier leben. Okay, also bist du der Seelsorger hier? Komm in Pflanzheim. Okay. Der Salon hat zu. Guckt mal,
Und ist so süß. Hier ist niemand zu Hause. Vielleicht wohnt Lance ja hier. Ey, das sieht sogar aus wie ein Pokémon. Wie heißt das? Das kleine mit dem Stein auf dem Kopf. Tragosso? Oder bin ich total daneben? Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig, besonders in Pflanzheim. Wir stehen einander sehr nah und helfen einander gern aus. Danke, Rufus. Was da ist? Schlachtfeld? Auch niemand zu Hause. Was ist das hier eigentlich? Ist das die Energieversorgung? Felskamm, Vorsicht, Dungeons. Ich höre auf, mit Stardew Valley zu vergleichen und vergleiche mit Pokémon, okay? Können wir das so machen? Ist das ein Deal? Nemo, ich war früher auch mal so abenteuerlustig wie du, mein Enkel. Wie du und mein Enkel Lance. Oh. Hier ist zu. Was ihr offensichtlich gesehen habt und ich trotzdem erklärt habe. Aber wir gehen in die Liebesfabrik. Liebliche Lichtung. Oh, da kommen wir nicht hin. Doc Marshall, willkommen in der Praxis. Ich leite die Praxis zusammen mit meiner Tochter Joy. Diese Stadt ist ziemlich schnell entstanden und die Bewohner brauchen Medizin. Daher haben wir unser Geschäft eröffnet. Ich verkaufe einige nützliche Gegenstände wie zum Beispiel Ausdauertränke. Also wenn du mal zusätzliche Energie brauchst, komm zu uns. Wir sind jeden Tag geöffnet. Pflanzheim wird immer lebendiger. Die Leute kommen von überall her, um die Dungeons im Norden der Stadt zu erkunden. Kräutertee. Nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Das ist ja erstmal nur die Demo. Apropos, erstmal nur die Demo. Ich würde sagen, für heute machen wir an der Stelle Stopp. Und ihr seht in 2 Tagen noch eine Folge. Mal gucken, wie es dann weitergeht und wie viel Zeit uns die Demo noch lässt. Also in diesem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt auf die Demo und auf das Spiel, dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Bis dann, macht's gut, bye bye, adieu!